Die Arbeit in den Marsminen der Alta Corporation ist hart und die Bezahlung mies. Kein Wunder, dass frustrierte Angestellte im 3D-Shooter Red Faction von Volition einen Aufstand anzetteln, in den sie als Minenarbeiter Parker unfreiwillig verwickelt werden. Just let me go, or else. You threatening me? Yeah, well, threaten this! Die rote Fehlermeldung, die manchmal in der Bildschirmmitte aufblitzt, stammt von der frühen Beta-Version, die wir ausführlich gespielt haben. Disturbance in Mine Sector M4. Eine Besonderheit von Red Faction ist die eigens für das Spiel entwickelte Geomod-Engine. Die erlaubt ihnen, auf die Levelarchitektur explosiv Einfluss zu nehmen. Hier ballern wir zum Beispiel mit einer großkalibrigen Kanone um uns. Schon nach ein paar Schüssen zeigen sich die ersten Löcher in den Wänden. Und gegen Ende der Schlacht haben wir dem Zimmer ein paar neue Eingänge verschafft. An ein paar Stellen im Spiel kommen sie sogar ohne Löcher in der Wand erst gar nicht weiter. Party time! There they go. Geskriptete Ereignisse in der Spiele-Engine erzählen die spannende Geschichte um den Arbeiteraufstand weiter. Hier fliegt Parker zum Beispiel gerade ein Fluchtshuttle vor der Nase weg. Ja, zum Glück war er nicht an Bord. Da muss sich der Gute wohl weiter durchballern, auch wenn ihm hier gleich schweres Gerät im Weg steht. Und hier wartet auch schon ein bewaffneter Laderoboter, der allerdings noch ein paar Schüssen mit dem Raketenwerfer klein beigeben muss. Ein Wachmann leistet dem reichlich demolierten Level noch Widerstand, aber auch der ist gleich gebrochen. The door's jammed. Blast around it if you can. Und wieder einmal muss Parker sich den Weg freischießen. Sollten Sie in einer solchen Situation keine Munition mehr haben, dann hilft Ihnen nach kurzer Wartezeit ein befreundeter Rebell und öffnet die Tür. Wir lassen uns aber natürlich das Feuerwerk nicht entgehen und sprengen uns selber durch. There are squads of miners somewhere ahead of you. Hurry, head for the fighter! Hin und wieder besteigt der Held auch Fahrzeuge. Hier versuchen wir einen Gleiter zu kapern, um damit endlich zu fliehen. Im Laufe des Spiels steuern sie unter anderem einen Jeep und einen riesigen Bohrpanzer, mit dem sie sich sogar durch dickste Felswände buddeln können. Zum Glück verfügt der Kampfgleiter über Raketen. Damit sind auch solche Konfrontationen kein Problem. Auch als U-Boot-Kapitän versucht sich Parker. Dann liefert er sich mit den Schiffen des Altor-Konzerns packende Torpedogefechte. Und wieder sind die geknechteten Arbeiter auf dem Mars ihrer Freiheit ein Stück näher gekommen.